Hi, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Deutsch mit Inab. Heute lernt ihr einige Fragen und Antworten zum Thema Wohnen. Today you will learn some important questions and answers related to living or housing. And also if you are thinking of doing the A1 or even A2 exam, this video might be of great help. In the A1 and A2 levels, you should know basic questions and answers on the daily life topics, and Wohnen is one of them. This video is going to be a pretty long one, so eyes and ears wide open, take notes if you want to, repeat after me, and without further ado, los geht's! Rund ums Wohnen. Rund ums Wohnen. Let's start with the basic question and answer that you already know. Wo wohnst du? Oder in der Sie-Form, wo wohnen Sie? Die Antwort: Ich wohne in zum Beispiel, ich wohne in Hamburg. Wohnst du in der Stadt oder auf dem Land? In der Sie-Form: Wohnen Sie in der Stadt oder auf dem Land? Both of them mean, do you live in the city or in the countryside? Die Antwort zum Beispiel: Ich wohne in der Stadt. Ich wohne in der Stadt. Or if you live in the countryside, ich wohne auf dem Land. Ich wohne auf dem Land. In der Stadt, auf dem Land. Now you might have a question why it's in der Stadt and why it's auf dem Land. Well, at this point, I would recommend you to memorize them as chunks. So memorize them as in der Stadt, auf dem Land. Wohnst du in einem Haus oder in einer Wohnung? Wohnst du in einem Haus oder in einer Wohnung? In der Sie-Form: Wohnen Sie in einem Haus oder in einer Wohnung? Antwort: Ich wohne in einer Wohnung. Ich wohne in einer Wohnung. Ich wohne in einem Haus. Ich wohne in einem Haus. In einer Wohnung, in einem Haus. And again, memorize them as chunks. In einer Wohnung, in einem Haus. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Oder ich wohne in einer WG. Both of them mean I live in a shared apartment. Ich habe ein Zimmer im Studentenwohnheim. Ich habe ein Zimmer im Studentenwohnheim. In einer Wohngemeinschaft, in einer WG, aber im Studentenwohnheim. In welcher Straße wohnst du? In welcher Straße wohnst du? Sie-Form: In welcher Straße wohnen Sie? Both of them in: Which street do you live in? Ich wohne in der zum Beispiel: Ich wohne in der Schillerstraße. Frage: In welcher Straße? Antwort: In der, and the name of the street. Here, in der Schillerstraße. Wie ist deine Hausnummer? Wie ist deine Hausnummer? Oder wie ist ihre Hausnummer? Wie ist ihre Hausnummer? Und die Antwort: Meine Hausnummer ist. Zum Beispiel: Meine Hausnummer ist 101. In welchem Stock wohnst du? In welchem Stock wohnen Sie? Means which floor to live on. Or you could also ask like this: In welcher Etage wohnst du? In welcher Etage wohnen Sie? In welchem Stock? But if you want to use the word Etage, in welcher Etage? Let's practice some answers. Ich wohne im Erdgeschoss. Ich wohne im Erdgeschoss. I live on the ground floor.
Ich wohne im ersten Stock. Ich wohne im zweiten Stock. Ich wohne im dritten Stock. Ich wohne im vierten Stock. Ich wohne im fünften Stock. Ich wohne im Erdgeschoss, on the ground floor. And now let's use the word Etage. In that case, the answer would be, ich wohne in der ersten Etage. I live on the first floor. Ich wohne in der zweiten Etage. I live on the second floor. Ich wohne in der dritten Etage. Ich wohne in der vierten Etage. Ich wohne in der fünften Etage. And to say in the basement, you have to say im Untergeschoss. I guess very few of us live im Untergeschoss, right? Wohnst du zur Miete? Wohnen Sie zur Miete? Wohnst du zur Miete? Wohnen Sie zur Miete? Und die Antwort? Ja, ich wohne zur Miete. Ja, ich wohne zur Miete. And if you have your own house and you don't have to pay the rent, you say, nein, ich habe mein eigenes Haus. Nein, ich habe mein eigenes Haus. If you have your own flat, nein, ich habe meine eigene Wohnung. Mein eigenes Haus, my own house, meine eigene Wohnung, my own flat. And again, memorize them as chunks. Mein eigenes Haus, meine eigene Wohnung. Wie hoch ist die Miete? Wie hoch ist die Miete? Oder was kostet die Wohnung im Monat? Was kostet die Wohnung im Monat? Die Antwort: Die Miete ist pro Monat. Zum Beispiel: Die Miete ist 800 Euro pro Monat. Oder: Die Wohnung kostet pro Monat. Zum Beispiel: Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Ist deine Wohnung teuer? Sie Form: Ist Ihre Wohnung teuer? Both of them mean: Is your apartment expensive? Ja, meine Wohnung ist teuer. Oder negative Antwort: Nein, meine Wohnung ist nicht so teuer. Oder: Nein, meine Wohnung ist billig. Teuer, das Gegenteil, the opposite, billig. Teuer, expensive, billig, cheap. Wie groß ist die Wohnung? Wie groß ist deine Wohnung? Oder wie groß ist Ihre Wohnung? How big is the apartment or how big is your apartment? Und die Antwort: Die Wohnung ist Quadratmeter groß. Oder: Die Wohnung hat Quadratmeter. Zum Beispiel: Die Wohnung ist 80 Quadratmeter groß. Oder: Die Wohnung hat 80 Quadratmeter. Ist deine Wohnung groß? Oder in der Sie-Form: Ist Ihre Wohnung groß? Both of them mean: Is your apartment big? Und die Antwort: Ja, meine Wohnung ist groß. Meine Wohnung ist groß. Oder negative Antwort: Nein, meine Wohnung ist nicht so groß. Nein, meine Wohnung ist nicht so groß. Oder: Nein, meine Wohnung ist klein. Nein, meine Wohnung ist klein. Groß, das Gegenteil, the opposite, klein. Groß means big, klein means small. Was ist dein Lieblingszimmer? Oder in der Sie-Form: Was ist Ihr Lieblingszimmer? Both of them mean: What is your favorite room? Und die Antwort: Zum Beispiel: Mein Lieblingszimmer ist das Wohnzimmer.
Es ist schön, groß und hell. Es hat viele Fenster. My favorite room is the living room. It is beautiful, big and bright. It has many windows. Hell is a positive word, means bright. Wie findest du die Küche? How do you find the kitchen? Oder in der Sie-Form, wie finden Sie die Küche? Und die Antwort zum Beispiel: Ich finde die Küche nicht so schön. Sie ist klein und dunkel. Sie refers to die Küche. Sie literally means she. Since the word Küche is feminine, the correct pronoun is sie. And the whole thing literally translates to I find the kitchen not so beautiful, she is small and dark. Hell, das Gegenteil, the opposite, dunkel. Hell means bright, dunkel means dark. Wie findest du das Badezimmer? How do you find the bathroom? Wie findest du das Badezimmer? In der Sie-Form, wie finden Sie das Badezimmer? Und die Antwort: Ich finde das Badezimmer sehr schön. Es ist groß und hat eine Badewanne. Es refers to das Badezimmer. So all the nouns with the article das, the correct pronoun is es. So the whole thing translates to I found the bathroom very beautiful. It is big and has a bathtub. Wie findest du den Balkon? How do you find the balcony? Wie findest du den Balkon? Oder in der Sie-Form, wie finden Sie den Balkon? Und die Antwort zum Beispiel, for instance, ich finde den Balkon schön. Er ist nicht so groß, aber wir haben genug Platz. Er refers to Balkon. Balkon is masculine, der Balkon. That's why the correct pronoun is er. Here you see den Balkon because it's an accusative. Now, if you don't know what is accusative, go back to my video explaining accusative. I'll put the link on the top somewhere. So the whole thing translates literally to I find the balcony beautiful, he is not so big, but we have enough space. Genug Platz means enough space. Wie findest du das Sofa? How do you find the sofa? Wie finden Sie das Sofa? Antwort: Ich finde das Sofa schön. Es ist modern und sehr bequem. Es refers to das Sofa. Bequem means comfortable. Wie findest du den Herd? How do you find the stove? Wie findest du den Herd? Oder in der Sie-Form, wie finden Sie den Herd? Und Antwort: Ich finde den Herd altmodisch. Modern, das Gegenteil, the opposite, altmodisch. Modern, modern, altmodisch, old-fashioned. Puh, das war ziemlich lang. Es gab ganz viele Informationen, Fragen und Antworten, Pronomen, er, sie, es. Und Adjektive. Danke fürs Zuschauen bis zum Ende. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Thank you.